1000 neue Global Parents rekrutieren. Das Ziel will UNICEF in den nächsten zwei Wochen erreichen und das mit Hilfe von RTL. Durch hier regelmäßig stehen, können die sogenannten global Älteren weltweit Kinder an Not helfen, wie zum Beispiel an Äthiopien, eines von den ärmsten Ländern auf der Welt. Rosanna und Manon, zwei Lützebäuerinnen, die seit 2 Jahren für die Projekte spenden, gruten die einmalige Gelegenheit, sich zur Platz umzugucken, wo und wie hier dort angesetzt gehen. Wie sie das reserviert tun und wie die Entwicklungshilfe an Äthiopien ausgesetzt, ein Reportage vom Vido Savakusmic. Äthiopien, auch genannt die Wiege der Menschheit. Ein Land mit mehr als 100 Millionen Einwohner an über 80 Sprachen. Ein Land, das Manon und Rosanna für die ersten Kinder entdecken. Aber nicht als Touristen. Sie sind mit der UNICEF hier, für sich umzugucken und wie ein Projekt hier dann rauflesen. Das ist schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war mir auch 100% sicher, dass die Suchen richtig gut kommen und richtig platziert gehen. Aber wenn ich natürlich live dabei bin, dann ist das, da kommen all die Emotionen dabei und die Freude, die Kinder haben. Die Manon und Rosanna sind seit 2 Jahren Global Parents. Das heißt, sie spenden alle Monate den bestimmten Montant, den hier angesagt wird, wo am meisten gebraucht wird. Wie zum Beispiel an dieser Schule in Äthiopien. Mit Hilfe von den Dorn wird Lehrpersonal ausgebildet, Schulmaterial erkauft und Infrastrukturen gebaut. Mit eigenen Ängsten gesehen, was mit ihren Spenden geschieht, wie eine einmalige Erfahrung für die zwei Lützebäuerinnen. Ich fand es einfach unbeschreiblich, weil Kinder, die gehen immer so viel, weil sie einfach die gewisse Naivität nachholen und auf ihn zukommen und noch hier und drüben einsetzen. Das ist richtig immer warm. Und die noch direkt gefragt, den Namen gefragt und dann sich repetiert, weil sie meine Frau waren, für die fremd nicht mehr am Fangeloch. Die sind noch nie hier nun, eins nicht mehr aus Europa, das waren sie begeistert. Im Bereich von der Education konnte schon Fortschritte gemacht werden. 2016 sind rund 71% der Kinder an die Primärschule gegangen, per Rapport zu 30% im Jahr 2000. An einer weiterführenden Schule gehen aber just 18% der Jungen. Ich muss ehrlich schon, dass die Kinder sind dann in dem Sinn verwöhnt von alles. Ich meine, sie gehen schon vor kleinen Monaten an einem System heran, abgewöhnt mit dem Schulsystem, weil das ja alles geregelt ist, bis sie schon an der Lizien und Turnier gehen. Und ich kann auch die Möglichkeit ja auch nicht. Und ich fand, es kann auch nicht wirklich gut. Es bleibt auf alle Fall noch viel zu machen. Entwicklungshilfe an Äthiopien zu leisten, wäre aber nicht immer einfach, erklärt Paul Heber von der UNICEF. Die aktuelle Situation in Äthiopien ist nicht einfach. Es ist ein Land voller Kontraste. Das ist auf einer Seite eine Hauptstadt, wo das Leben ganz modern ist. Aber dann haben wir natürlich auch viele Ruralgegenden, wo es so ist, dass keiner am Anfang Aktien zu bald nicht tun. Wir Nomaden können, die ganz weit weg sind von allen Aktivitäten. Wir mussten zum Beispiel dazu beitragen, dass überhaupt noch mal Infrastruktur kreiert werden. Aber für alle muss ich noch wissen, dass Äthiopien ein riesig großes Land ist, mit über 82 Sprachen, mit gigantischen Distanzen, die wir müssen zurücklegen, just für mal überhaupt in Kanada zu kommen. Und dort konnten uns zwei Donatrisen um eigene Life erleben. Neben dem Volley Education stehen nämlich noch andere Projekte im Programm, die sie besichtigen gegangen sind. Wir sind hier in der Region von Afar, die ist immens fast an nimmer Stängen, Bierger. Wir sind praktisch 3 Stunden mit dem Jeep gefahren und davon ging ich 2 Stunden über Schotterpiste. Das wäre schon ein bisschen anstrengend, wenn ich bedenke, dass die Leute, die hier arbeiten, das immer müssen machen. Wir sind am Dorf Adaal. Die nächste Straße ist 2 Stunden weit weg. Hier auf einem zentralen Platz am Schirt hat sich ein mobiles Gesundheitsteam installiert. Am Ganzen gehen es 21 Equipen, die 6 Dörfer kovrieren. Sie kümmern sich um Mammen und ihre Kinder. Impfen sie, müssen rundherum den Arm, ob sie innen annäht sind, und gehen ihnen an dem Falling speziell Passe aus Kakuetten für sie abzupäppeln. Für die Manon und Rosanna, die alle beide Infirmiere sind, eine besonders interessante Aktivität. Sie haben natürlich durch die Zeit
Ist das eine Herausforderung für die Impfstoffe kalt zu halten? Die Impfstoffe auch daheim liegen bei uns am Frigo. Und das ist faszinierend. Der Doktor hält dann zwischen allen anderen die Impfstoffe raus und möchte sie dann nur am Rand, weil es wirklich heute, ging ich schätze, momentan 6 bis 30 Grad vor ihm sind. Nimmer durch die Impfungen und Trappellen können die Kinder gesund bleiben, weil den Access zu properem Wasser ist in diesem Dorf ganz schwer. Wasser ist generell ein großes Problem in Äthiopien. In ländlichen Gegenden haben just 59% der Leute Access zu Wasser. Die Herausforderung an der Afar-Region ist, das Wasser unter dem Boden überhaupt zu finden. Hier in diesem Dorf hat UNICEF Bohrungen gemacht und einen Wasserturm gebaut. Von hier aus könnt Wasser bis an Schulen und an 2 Dörfer. Aber pur Wasserplätzen kann ich nicht dann aufzappen. Das dreht den Punkt dazu bei, dass man ganz frei von Krankheiten kann evitieren, weil das Wasser einfach vom Boden bis an den Mund einfach proper ist. Und wenn man dann auch ein bisschen Hygienearbeit macht mit den Leuten selber im Dorf, dann haben wir wirklich dazu beigetragen, dass man von keiner Kante mehr krank ist durch knastiges Wasser. Was umso mehr wichtig ist auf einem Platz wie hier in Äthiopien, wo es wenig Wasser gibt, wo es warm ist. Auf noch anderen Plätzen ist das Wasser um plus 81 Grad warm und ganz salzig. Für das ich nicht trinken kann, wird es aufgekühlt und entsalzt. Und das alles geschieht in dieser Infrastruktur, die auch durch Dorn von der Global Parents finanziert wird. Dorn, die nicht unbedingt heisch müssen ausfallen, erklärte Paul Heber. Als Global Parent ist es nicht wichtig, wie viel in allen Monaten geht. Mir geht eigentlich darum, dass es in allen Monaten geht. Das heißt, die Kontinuität von den Dorn, die drohen im Funk dazu bei, die Durabilität, dann die dann über eine ganze Zeit schon extrem viele Kinder kann helfen. Dadurch erlaubt es zum Beispiel auch viel besser können zu planen. Das heißt, wir wissen, was wir alle Monate Budget haben, aber mit diesen Suche können wir einfach viel besser nur vier gucken. Es ging vor allem darum, die 1000 Tage am Leben von einem Kind zu begleiten. Das fängt bei der Schwangerschaft an und geht bis bei der Ausschulung der Kinder. Ein Teil von dem Weg konnten Rosanna und Manon sich persönlich angucken. Nur bei einer Woche sur Platz könnt ihr es auch benennen. Es ist Zeit für ein Fazit zu ziehen. Einfach zu sehen, dass wir daheim Menge mehr hätten Sorgen, an dem wir nicht wissen, ob wir ein Rot- oder ein Schwarzpuschung sollen kaufen. Hei geht es nicht zu kaufen. Hei kämpfen die Leute mit Wasser. Wasser, weil wir den Duschkopf abdrehen und duschen. Und hei geht es mal nicht durch, für all der proper Wasser für zu trinken zu haben. Also, das hat bei mir mega viele Gefühle ausgelesen. Die sind unbeschreiblich. Ja, für mich war es wirklich ein emotionaler Schock, für den Neumutter zu sehen. Ich gehe mit ganz schweren Gefühlen auch hier fort. Und aber die andere Seite sind ich aber froh, dass viel hier schon für die Entwicklung gemacht wird, für die Leute. Also dafür sind ich aber froh und dankbar.